Locked and loaded und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin etwas sprachlos momentan. Ich habe mir diese Map gerade angeguckt und habe gedacht, die musst du sofort aufnehmen. Es ist Alice im Wunderland. Und es ist ein Wunderland hier mit einer Achterbahn, die dort durchführt. Aber die fahren wir zum Schluss. Wir gucken uns den Park erstmal an. Gehen am Uhrzeigersinn einfach mal links rum und schauen uns das Ganze hier einmal an. Diese Detailverliebtheit ist schon echt grandios. Wenn ihr überhaupt irgendwo hinguckt, wenn ihr nur mal drauf achtet, das nehmt ihr bei der Fahrt fast gar nicht mehr wahr hier. Und es ist trotzdem da. Das ist einfach nur genial. Und hier fährt gerade die Achterbahn unter uns durch. Genau. Und dann folgen wir der mal. Und hier, überall diese Uhren auch. Dann hier der Hase, der hier einfach mal drin steckt. In der Zeit, dieser Zeithase, der ja immer zu spät kommt. Das war Alice im Wunderland, ne? Ich muss sagen, das ist Ewigkeiten her, dass ich das letzte Mal Alice im Wunderland gesehen habe. Aber auch hier, alleine dieser Abschnitt, erinnert mich total an diesen Film. Das ist unglaublich. Ich finde das so geil, diese Zahnräder, dann dieser Gaukler da auf dem Pferd oder was das sein soll. Die Uhr natürlich, überall diese Uhr. Auf jeden Fall dieser, so wie ein Zeitstrudel, es ist einfach nur genial. Quietschbunt, dazu diese schwarze-weiß, hin und her und, ja, die Kamera ist halt so ein bisschen buggy. Und dann komme ich hier bei diesen Pilzen raus. Du kriegst das echt nicht mit, hier auf der Achterbahn, und dennoch haben sie es gebaut. Und hat der Ersteller das gebaut. Natürlich wieder unter dem Video das Ganze verlinkt und auch eingeblendet, wer das Ganze gebaut hat. Denn sowas muss man würdigen. Ich hoffe, ich denke jedenfalls daran. Falls nicht, wie immer, schreibt es in die Kommentare. Und die Raupe. Allein schon, das ist so verdammt cool. Es ist, allein dieser Ort hier, der ist magisch. Ich finde den sowas von toll. Aber wir gehen natürlich weiter. Auch das hier kennt der ein oder andere. Mir sind leider die kompletten Namen entfallen. Ich weiß noch Alice und der Hase ist, glaube ich, Meister Lampe oder so. Aber das weiß ich auch nicht mehr genau. Das kann auch von was anderem sein. 54 Objekte haben dafür gereicht. Das ist nicht gerade viel, wer Planet Coaster kennt. Man kann ganz schön schnell viel mehr bauen. Und natürlich ein Schachfeld. Muss natürlich sein. Mit den Karten hier. Die habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich sagen, als ich rübergeguckt habe. Aber die Karten sind natürlich auch da. Und die kommen natürlich aus dem Schloss. Aus dem großen Herzschloss. Pik. Nee, warte mal, wie war's? Pikherz? Hießen die Pikherz oder so? Ich weiß es echt nicht mehr. Aber dieses Schloss, 885 Objekte, hat das Ganze. Und dementsprechend sieht es auch aus. Ich meine, guckt euch allein das hier mal an. Wir können ja mal auf Gebäude bearbeiten gehen und dann können wir mal gucken. Diese Dinger hier, allein schon, das sind alles einzelne Objekte. Das ist schon so cool. Und auch hier, diese ganz kleinen Köpfe da, diese Drachenwasserspeier, die komischerweise kein Wasser speien. Aber hier, das alles, wie alles Mögliche. Hier die Fenster, da ein kleines Fenster dran gedacht. Sehr, sehr geil und überall diese Verzierung hier. Was das für eine Arbeit war, was das für ein Aufwand ist alles. Hopp, schließen wir das Ganze mal und gehen natürlich jetzt mal auf das Schachfeld ein. Gut, die Bauern lassen Blumen dafür. Das ist nicht so schlimm eigentlich, weil die sieht man, wenn man ein bisschen rausscrollt, fällt das kaum noch auf. Naja, es geht. Wenn man weiß, was es ist, dann merkt man es natürlich. Hier der Turm. Der König natürlich, die Königin. Die... Ach du Scheiße. Läufer, Springer. Nee, warte mal, Springer, Läufer, Läufer, Springer. Nee, Springer müsste hier stehen, ne? Läufer, Springer, Turm. Turm, Springer, Läufer, Königin, König, Bauern. Irgendwie so war Schach, ne? Ich hab, boah, das sind alles so Sachen, die ich ewig nicht gemacht habe. Den Film geguckt, Schach gespielt, alter Schwede. Gut, im Schach habe ich meistens auch verloren. Und wir können hier eigentlich mal wieder aus den Gebäuden weggehen. Da wollte ich gar nicht rein. Dann geht es hier übrigens noch weiter. Hinter dieser Kulisse, oder diese Kulisse ist natürlich komplett aus diesen Hecken gebaut. Sehr cool, da können wir auch nochmal gucken, wie das Ganze gebaut ist. Nämlich mit einzelnen Blöcken. Hier oben natürlich dieser Bogen drauf.
Aber Leute, es ist so unfassbar geil. Die Geschenke sind echte Geschenke. Ah, cool. Die habe ich noch gar nicht im Spiel so gesehen in der Größe. Oder? Doch, bei dem Weihnachtsbaum waren die, glaube ich, bei. Und dann müsste es die auch geben, klar. Boah, der Tisch alleine schon. Boah, die Platten hier, die... Das ist so cool. Die Blumen. Alles einzeln gebaut. Das gibt es so nicht im Spiel. Gut, die Lampen, die gibt es ja, das ist klar. Eine orientalische Lampe ist das einfach. Und immer wenn ich... Das ist mein Mann, oh. So. Egal, wir gehen jetzt einfach mal durch diese Tür. Und diesen Türknopf, den kennt man auch. Zumindest hat mir der auch sofort was gesagt. Und oh, diese Kamera. Moment. Wir gehen einfach mal über die Tür. Gucken dann hier mal rein. Und hier ist natürlich auch wieder alles in die Wand mit eingebaut. Was einfach auch so typisch ist. Das passt einfach so dazu. Dann haben wir hier das Haus noch dabei. Dieses kleine, aber feine Haus. Dann hier... Moment, das sieht man von der anderen Seite besser. Aber erstmal geht's hier rund. Und aus dem Haus, was wir eben noch gesehen haben, wird jetzt natürlich dieses kaputte Haus, dieses brennende Haus. Und hier wieder die Peak Ass. Und hier folgen wir mal sofort dem Achterbahnwagen. So schnell kommen wir gar nicht hinterher, aber wir fahren ja nochmal damit. Hier einen Totenkopf, den bemerkst du auch kaum. Oder die bemerkst du kaum, hier sind ja noch mehrere. Und ich hoffe, wir bleiben diesmal in dem Tunnel drin, wenn wir hier durchkommen würden. Ist nicht so leicht. Ist alles andere als leicht, wir kommen hier gar nicht mehr weg. Schupp, da hat uns die Kamera wieder zurückgeschmissen. Aber egal, wir können ja gucken, wo wir rauskommen. Das wäre nämlich hier gewesen. Direkt mit der Fahrt auf den Drachen, der sich um das Haus schon gekümmert hat. Und der jetzt hier fröhlich am Essen ist. So kann man das sagen. Ja, er isst. Er isst gerade die theoretischen Parkbesucher, beziehungsweise die Achterbahnfahrer. Und... dazu gehören auch wir jetzt, denn wir steigen sofort ein. Es geht nämlich schon los, hier mit dem Lounge. Ja, und das war's auch schon mit dieser Achterbahn. Eine relativ kurze Fahrt, aber dafür ist hier sehr, sehr viel aufgebaut worden. Und das ist mehr als geil. Das ist mehr als krass, was hier gebaut wurde. Das ist eine Erlebnis-Achterbahn vom Feinsten. Könnt ihr nochmal den Eingang hier angucken. Dieses schlossähnliche Gebilde, richtig cool. Wonderland steht da natürlich auch nochmal dran. Sehr viele Besucher sind hier. Und ich muss auch sagen, dieses Achterbahn-Layout, das ist mega gut. Ich würde da sofort mitfahren. Ich finde das richtig nice. Und auch dieses Setting einfach. Was war zuerst da? Das Setting oder die Achterbahn? Das ist die Frage. Aber es ist saugut gebaut. Allein wie hier diese Röhre schon aufhört, das ist schon echt gut bedacht alles. Und da kommt auch perfekt natürlich die Achterbahn gerade durch. Aber habt ihr gemerkt, das hier sieht man eigentlich wirklich kaum in der Achterbahn. Das bemerkt man kaum. Das Auffälligste ist natürlich der Tunnel wirklich. Der Tunnel selbst. Das fällt am meisten auf. Und also ich sag nur fetten Respekt an diese Achterbahn. An diesen kleinen Park. Alice im Wunderland. Und damit verabschiede ich mich allerdings auch schon. Denn mehr gibt es hier nicht zu sehen. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Denn es hat alles, was man will. Eine Achterbahn, ein tolles Setting. Ein Alice im Wunderland Setting. Ich meine, ich bitte euch, hallo, das ist cool. Und wenn euch das gefallen haben sollte, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, dann weiß ich, es hat euch gefallen. Haha, logisch. Und dann mache ich auch mehr Videos. Nicht von diesem hier, aber andere. Denn es gibt noch so viel zu entdecken mit Planet Coaster. Solltet ihr nichts verpassen wollen, dann empfehle ich euch, den Abo-Knopf zu drücken. Kostet nichts, ist völlig umsonst und geht ganz schnell. Und ja, hoffe, wir sehen uns dann mit der nächsten Folge Planet Coaster wieder. Bis dann, euer Tätigan und ciao!